Herzlich willkommen zum Kongress Gesunde Gemeinde. Wie schön, dass ihr dabei seid. Herzlich willkommen. Der Kongress Gesunde Gemeinde ist ein Kongress für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Gemeindebau. Und dieses Jahr haben wir das schöne Thema Gemeinsam gesund wachsen. Gemeinsam gesund wachsen. Wir sind nicht auf einem Kongress nur, sondern wir sind in einem Gottesdienst. Wir feiern heute gemeinsam Gottesdienst und drücken etwas aus. Und es sind Menschen dabei, die schon das ganze Wochenende den Kongress erlebt haben. Aber es sind auch ganz viele aus Rendsburger Sicht hier aus unserer Region. Nur die Kinder fehlen uns, die haben wir nämlich vorher, bevor wir diesen Gottesdienst für den Kongress eröffnen, in die Sonntagsschulprogramme geschickt. Und wir haben das große Vorrecht, aus Rendsburg euch alle begrüßen zu dürfen. Heute die ihr hier sitzt, wo wir uns schon zuwinken konnten. Die jeden Sonntag bei uns online dabei sind. Und heute ganz, ganz besonders die den Kongress miterleben, die als Gemeinde eingeschaltet haben. Das ist ein großes Vorrecht und wir freuen uns, gemeinsam diesen Gottesdienst zu erleben, oder Daniel? Und ich freue mich, dass wir nicht nur hier den Gottesdienst gemeinsam erleben, sondern auch mit über 15 Gemeinden deutschlandweit und sogar darüber hinaus. Und wir freuen uns auf diese Gemeinschaft mit diesen Gemeinden. Und ganz herzlich willkommen an euch, wenn ihr gerade in eurem Gemeindehaus sitzt und auf die Leinwand guckt. Danke, dass ihr das macht heute. Und ich begrüße die EFG in Rehe im Westerwald. Eigentlich wären wir in eurer Nachbarschaft gewesen, beim Kongress in Renneroth. Schön, dass ihr dabei seid. Wir begrüßen in München Boschi 2. Das ist ein schöner Name für eine Gemeinde, oder? Boschi 2 in München. Schön, dass ihr dabei seid. Gößnitz in Sachsen. Wir begrüßen die Schweiz in Schaffhausen. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr auch dabei seid. Die war darüber hinaus, oder? Die war darüber hinaus. Wir können sagen international. Wir begrüßen in Sachsen die Kirchberger. Wie schön, dass ihr dabei seid. Liebe Grüße nach Kirchberg. In Franken haben wir Bad Kissingen, im Schwarzwald, Dornstetten. Im Kraichgau, Sinsheim-Eschelbach. Ach, das freut mich, dass ihr dabei seid. Einen lieben Gruß nach Eschelbach. Ja. Dann ganz besonders in der Metropolregion Rhein-Neckar, Sandhausen. Das ist meine Nachbargemeinde. Liebe Sandhäuser, wie schön, dass ihr da seid. Dann hier in der Nachbarschaft, hallo Kieler. Liebe Grüße so nach Kiel. Nicht so abwertend, ja? Ein bisschen mehr Herzblut bei dieser Region. Okay. Liebe Kieler, ich mag euch. Okay. Als nächstes, ich begrüße im Hinterland die Monshäuser. Ja, einen ganz besonderen Gruß von hier ins Hinterland. Ganz genau. Dann begrüßen wir in den schönen Zittauer Bergen, Groß-Schönau. Ganz schön, dass ihr dabei seid. Ganz am Rand, ja, Dreiländereck, Polen, Tschechien und die Zittauer. In Oberndorf im Land Dillkreis. Herzlich willkommen, dass ihr auch dabei seid. Und vielleicht sind noch mehr Gemeinden dabei, die wir nicht kennen. Wir entschuldigen uns bei allen, die wir vergessen haben. Und wir freuen uns, dass wir Gemeinschaft haben können. Früher gab es so eine gute Sitte, dass man Grüße gebracht hat aus Gemeinden. Kennt ihr das noch? Dann ist man aufgestanden und hat gesagt, Grüße aus der Gemeinde. Heute können wir das wieder machen. Darf ich die Techniker bitten, ihr, die ihr irgendwo an der Technik sitzt bei euch in der Gemeinde, schreibt in den Chat Grüße aus so und so. Das ist dieses biblische Prinzip, das Wohltun und Mitteilen. Vergesst nicht, wir können das ganz neu machen. Liebe Techniker, schreibt es mal in den Chat. Wir überprüfen das und wir können vielleicht auch das eine oder andere hier mit reinnehmen. Und natürlich nicht nur die Techniker in den Gemeinden, die jeden Sonntag sich investieren, sondern vielleicht sitzt du auch ganz alleine, hast am Wochenende den Kongress verfolgt und gönnst dir jetzt den Abschluss. Du bist genauso willkommen. Aber uns war wichtig, das nochmal auszudrücken. In ganz Deutschland gehören wir zusammen. Und was vereint uns? Was macht uns irgendwie, was gibt uns die große Chance, diesen Gottesdienst gemeinsam zu erleben? Unser Gott und Vater, der keine Grenzen kennt. So sind wir mit diesem Lied in den Gottesdienst gestartet. Und wisst ihr was, ich möchte so gerne mit diesem Gott reden. Ich möchte mit ihm beten und ich möchte ihn bitten um den Segen Gottes. Und bei uns in Rendsburg beten wir oft und stehen dazu als Zeichen der Ehrfurcht vor diesem Gott auf. Ich weiß nicht, wie das andere machen. Ich weiß nicht, wie du das zu Hause machst, wenn du den Stream schaust. Aber wäre es eine Chance, dass wir gemeinsam jetzt an den Orten, da wo wir sind, uns ausrichten auf den, der keine Grenzen kennt. Ich lade euch ein, aufzustehen und ich werde beten.
Unser Gott und Vater, vielen Dank, dass wir hier heute Morgen in Rendsburg stehen dürfen und dir jetzt sagen dürfen, dass wir froh sind, dass du keine Grenzen hast. Und ich danke dir, dass du dieses auch in diesem Medienzeitalter deutlich gemacht hast, auch in den letzten Monaten dieser ganz speziellen Phase in diesem Land, dass du keine Grenzen hast und dass Christen zusammenstehen können ohne Grenzen. Und ich wünsche mir, dass dieser Gottesdienst für jeden dazu beiträgt, gemeinsam gesund unterwegs zu sein. Ich bitte dich für die Kinder, die jetzt vielleicht ein Extraprogramm haben in unseren Gemeinden und auch hier in Rendsburg, um deinen Segen. Dass sie auch von ganz Anfang schon dieses gesunde Evangelium aufsaugen und wachsen können in ihrem Leben. Und ich befehle dir die nächsten Minuten an und freue mich drauf und bitte dich, dass Harald gute Worte findet und für jeden etwas von deinem Geist bekommt. Amen. Amen. Wenn ihr aufgestanden seid, ist jetzt der Punkt, wo ihr euch wieder hinsetzen dürftet. Was steckt dahinter, hinter diesem Begriff gesunde Gemeinden? Das ist eine Initiative von Gemeindepraktikern. Diese Initiative ist entstanden aus dem Netzwerk der Freien Brüderbewegungen, der Freien Brüdergemeinden, ist aber darüber auch hinausgewachsen. Und wir haben hier Gemeinden dabei, die irgendwie jetzt nicht unbedingt zu diesem Netzwerk dazugehören, aber die das gleiche Herzensanliegen haben. Wir möchten Impulse in Gemeinden bringen, dass sie gesunden und aufblühen. Uns ist es ein Anliegen, dass Gemeinden stark werden, gesund werden. Und wir glauben, gesunde Gemeinden, das ist das, was auch Gott möchte, was Gottes Herzensanliegen ist. Und deswegen wird an dieser Stelle ganz viel gutes Material bereitgestellt. Das Herzstück, der Marktplatz von dieser Initiative ist die Website gesunde-gemeinden.de. Und ich darf alle, die das nicht kennen, einfach mal einladen, da vorbeizusurfen und zu gucken. Da ist ganz viel Spannendes für ganz viele unterschiedliche Bereiche, für Gemeindearbeit, Gemeindealltag und auch die Predigten, die jetzt an diesem Wochenende, die Seminare, die stattgefunden haben, die findet man an der Stelle. Und wer nachher das Gefühl hat, oh, da habe ich was verpasst, hier habt ihr die Möglichkeit, es nochmal nachzuhören. Ja, und es ist ein erster Schritt an dieser Vision, in diesem Versuch, gemeinsam in Deutschland gesunde Gemeinden darzustellen, zu helfen, wirklich das, was Gemeinden gesund machen kann, als Team hineinzuwirken in Gemeinden. Und deswegen dürfen wir schon sagen, in 2 Jahren soll es so einen Kongress nochmal geben und dann hoffentlich mit ganz viel Begegnung in einer großen Halle, mit ganz viel Flair, den wir dort spüren können. Hier war das sehr einsam. Und du bist so durch die Räume gegangen und hast aus jedem Raum irgendwie so ein Seminar nur gehört und wusstest, hinter diesem Raum ist jetzt jemand, hinter diesem Raum ist jemand vor einem Laptop. Das war sehr speziell. Aber das ist trotzdem gut gewesen. Und im Chat kommen die Grüße und sie überschlagen sich so, wer der Schönste ist, so welche Region, aus welchem Namen, ja, da können wir hinterher dann nochmal gucken. Ja, Alt-Heidelberg, du Feine. Wir wollen das wirklich sagen. Wir können das. Es sollte keine Einbahnstraße sein. Es soll auch heute nicht nur hier von Rendsburg aus in die Gemeinden gehen, sondern wir wollen das wirklich ganz deutlich sagen und auch leben in unseren Gemeinden. Wir wollen das Gemeinsame tun und wir wollen dieses verbindende Evangelium, dass die Bibel, das Wort Gottes, in den Mittelpunkt stellen, auch heute Morgen. Und deswegen steht bei uns schon Brot und Wein auf unserem Tisch hier, weil das auch ein Fundament ist in unseren Gemeinden. Ja, und wenn du in der Gemeinde bist, vielleicht habt ihr es schon gefeiert, super. Vielleicht habt ihr das abgesprochen und ich sage es bewusst jetzt am Ende, ja, wir werden nach der Predigt ein Lied singen. Da können jeder ausschalten, übergehen, ja, wir werden dann hier in Rendsburg das Brot brechen und wir werden jetzt zurückschauen, was haben wir noch erlebt, was war so inhaltlich auf dem Gesunde-Gemeinde-Kongress relevant und gut, werden 2 Gäste nochmal begrüßen und dann ein nächstes Lied singen. Daniel, du darfst anfangen, aber vorher, bist du ein gesunder Typ oder eher ein ungesunder Typ? Also was würdest du hier aus unserer Deko essen am liebsten? Also die Aloe Vera nicht. Ich würde bei den Trauben anfangen tatsächlich. Das ist so gesund, aber keine Gurke. Also, okay. Verstehst du? Also das würde ich, glaube ich, machen. Also ich habe mir auch was ausgesucht. Ah, okay.
Gut. Aber jetzt, Entschuldigung. Nee, die Süßigkeiten werden. Na gut. Also, es geht weiter? Ja. Darf ich? Okay. Wir haben uns darüber ausgetauscht, wie das Evangelium eine Gemeinde prägt. Das Evangelium im Zentrum. Und wir haben den Harald Nikesch dabei, der uns das wirklich ganz schön rübergebracht hat. Und ganz am Anfang haben wir gefragt gehabt, Harald, was ist denn für dich das Kennzeichen einer gesunden Gemeinde? Wir haben auch in den Chat gefragt und ganz viele Leute deutschlandweit haben sich beteiligt. Was sind Kennzeichen? Und dann haben wir den Harald gefragt. Und beim Harald, das war sehr besonders. Er hat gesagt, wisst ihr, für mich ist das Kennzeichen einer gesunden Gemeinde Freude. Oh, ich hatte an ganz viel gedacht, ja, ich hatte an gute Lehre und so gedacht, ja. Und Harald sagt, Freude, Freude am Evangelium, Freude am Miteinander. Und das hat sich so durchgezogen, durch die Predigten, dieses Thema. Und er hat angefangen mit dem ersten und hat gesagt, die Freude am Heil, die Freude am Evangelium, das ist das Erste, was wichtig ist. Und jeder Mitarbeiter muss das auch für sich selbst lernen, allein vor Gott zu stehen und allein in der Beziehung zu Gott zu sein. Nicht zu schnell in die Gemeinschaft reingehen. Man muss es als Mitarbeiter lernen, allein vor Gott zu sein. Das Evangelium bringt uns in die Gottesbegegnung, so hat er gesagt. Und das war für mich ganz neu wichtig. Dieses Alleinsein vor Gott ist die Voraussetzung vor der Gemeinschaft. Die Freude am Heil, an seiner eigenen Rettung. Und dann sagt er aber, dann geht es weiter und auch die Freude am Miteinander, die Freude im Mitarbeiterteam. Ist was ganz Wichtiges. Und er hat uns erzählt, und man merkt dem Harald so ab, ja, dass dieses Miteinander ihm ganz wichtig ist. Und er hat uns eine E-Mail vorgelesen, wo er sich entschuldigt hat in seiner Gemeinde, wo er Verantwortung übernommen hat. Und in dieser E-Mail stand, ich übernehme die Verantwortung dafür, dass das Miteinander in unserem Leitungsteam nicht so war, wie es sein sollte. Und da war kein großer Streit, da war keine Sünde vorgefallen, aber das Miteinander war nicht so, wie es sein sollte. Und wie er gerungen hat darum, dass wirklich eine Freude und eine Herzlichkeit da wieder mit reinkommt. Und das hat mich sehr beeindruckt. Und dann ist er weitergegangen und hat gesagt, wir als Gemeinde müssen dieses Evangelium auch in die Welt rausbringen. Wir müssen das Evangelium in die Welt rausgeben. Und er hat uns einen ganz schönen Begriff mitgegeben. Dieser Begriff war Philoxenie. In unseren Bibeln wird es übersetzt immer mit Gastfreundschaft. Und für mich war das neu, dass eigentlich da eine andere Bedeutung im Griechischen mitschwingt. Philoxenie bedeutet eine Liebe zu Fremden. Das, was bei uns so übersetzt ist, Gastfreundschaft heißt eigentlich die Liebe zu Fremden. Und Harald hat uns so gefragt, wie ist das? Das Fremde, macht euch das Angst? Oder kennt ihr das, dass ihr wirklich auf fremde Leute zugehen könnt und sie einladen könnt zu euch nach Hause? Dass ihr Gastfreundschaft habt, nicht nur mit den Geschwistern, die ihr sowieso immer kennt, sondern gerade auch mit Fremden. Ist eure Gemeinde eine Gemeinde, wo sich Fremde wohlfühlen können? Und das hat mich sehr herausgefordert und angesprochen. Ich bin dem Harald dankbar dafür. Ja, das vielleicht so ganz kurz als ein Überblick. Ich hatte schon Überblick. Sorge, du hörst gar nicht wieder auf. Merkt ihr, wie es prägt, wie, wenn wir uns damit beschäftigen, was ist gesund, was ist, dass das Herz richtig gefüllt wurde, dieses Wochenende zumindest für die dabei waren. Und wir haben zwei gebeten, nach vorne zu kommen, das sind der Benjamin und der Jakob, die werden nicht so viel erzählen wie du, aber ihr dürft in unsere Mitte kommen. Wir haben eine Frage vorbereitet, aber die allererste, eher gesund, Benjamin, oder nicht ganz so gesund? Also was würdest du auf dieser Bühne dir gerne mitnehmen? Also ich bin eher bei gesund. Ich würde wahrscheinlich zwischen den Trauben und den Avocados schwenken. Okay. Jakob, du? Ich glaube eher ungesund. Currywurst, Pommes, dreimal die Woche. Also du darfst das schon mal mitnehmen. Ja, das Gemüse bleibt hier, ja? Also. Benjamin, du warst unser Mittelsmann, die Verbindung zwischen Online und Offline. Ein Online-Kongress zu machen, ist ja ganz schwierig, weil du stehst hier ziemlich alleine, du weißt nicht, wer sitzt am anderen Ende. Und wir haben es irgendwie versucht, auch mit einem Tool zu generieren, zu ermöglichen, dass man in Kontakt kommt. Und wir haben gehört, auch von Marco, in einem Nachgespräch, das wir hatten nach den Sessions, nach den Predigten, wo Harald noch mal eine halbe Stunde Fragen und Antworten gegeben hat, da wurde vom Schwarzwald bis nach Norddeutschland sich connected. Und es wurde eine Lücke geschlossen,
zumindest versucht. Wie heißt das Programm? Ich möchte es nicht aussprechen. Und was hast du erlebt dort, weil du das geleitet hast? Vielleicht blenden wir auch den Screenshot ein, so wie das dann vor deiner Nase aussah. Also das Programm heißt Spatial Chat, also da ist das Wort Raum, Space mit drin. Und genau, da haben der Marco und ich zusammen mit beigeschaut. Und das Schöne, finde ich, an diesem Tool ist, wir haben im letzten Jahr sehr, sehr viel online erlebt und gemacht. Und dieses Tool hat es geschafft, dass man sich so ein kleines bisschen wie auf einem Kongress fühlt. Also man konnte ein bisschen durch Räume wandern, wie man so auch durch eine Halle läuft und sich gewisse Dinge anschauen. Und man konnte auch, und das fand ich auch sehr schön, man hatte die Möglichkeit, nach den Einheiten noch einfach gemeinsam zusammenzustehen, sich noch auszutauschen, noch zu fragen oder Gedanken von der Predigt noch aufzunehmen oder weiterzugeben. Und ich hatte den Eindruck, dass wir da schon relativ nah unter den jetzigen Gegebenheiten gekommen sind gegenüber dem, was wir früher vielleicht hatten, wenn wir dann im Foyer noch über die Predigt geredet haben. Vielen Dank für deinen Einsatz auch in diesem Räumen. Und hast du ein Fazit, hast du etwas, was du mitnimmst? Hast du so einen Gedankenfetzen? Also mich hat es wieder neu ermutigt zu sehen, wie schön es einfach ist, dass wir diese Gemeinschaft haben können, dass wir wirklich ein Leib sind. Das fällt uns manchmal nicht so auf, wenn wir in unserer Ortsgemeinde sind und einfach auf uns schauen und unsere Dinge. Und ich finde es einfach schön zu sehen. Und ich glaube, es ist gut, dass wir diesen Blick haben, dass wir wirklich als Geschwister weltweit der eine Leib Christi sind und da wirklich diese Gemeinschaft haben können. Vielen, vielen Dank. Mich hat das Mitarbeiterteam hier vor Ort unheimlich beeindruckt. Gestern Abend um 10:30 kam der Aufruf so, und jetzt geht's los. Und es musste alles umgebaut werden, dass es hier wieder gottesdiensttauglich ist. Und keiner hat gemurrt, keiner hat gegähnt und alle haben die Ärmel hochgekrempelt und dann wurde richtig geschafft. Und Jakob, wenn er ein bisschen müde aussieht, verzeiht es ihm. Ja, er hat sich wirklich sehr eingesetzt. Jakob, wie ging's dir? Wie hast du das Wochenende erlebt? Ja, also ich muss ehrlich gestehen, dass es inhaltlich für mich, dass ich wenig mitbekommen habe, dadurch, dass ich viel in der Technik war. Mhm. Aber dafür habe ich die Gemeinschaft mit dem gesamten Team unglaublich genossen. Also das Essen jedes Mal gemeinsam. Mhm. Und auch dann nach den Veranstaltungen saß man immer noch ewig da draußen und hat einfach nur gesprochen, hat sich ausgetauscht, voneinander gehört. Das war für mich so das, wo ich viel mitnehmen konnte. Man hat es irgendwie gemerkt, ihr habt Freude daran, an dem, was ihr tut. Und das ist einfach ein großes Geschenk. Ihr seht hier einen Blick, wie die Technik aussieht. Das ist wirklich schon semi-professionell, was hier, nein, es ist professionell, was hier stattfindet. Und ich bin total dankbar. Vielen Dank. Und ich glaube, es ist so ein bisschen typisch auch für ganz viele Techniker gerade. Und liebe Gemeinden, viele Techniker kriegen gerade nicht viel mit vom Gottesdienst, vom Inhalt, weil sie beschäftigt sind. Denkt auch an die, dass sie auch geistlich versorgt werden. Wir werden versorgt mit Musikern und das ist irgendwie so ein Fundament, wo es weitergeht. Ja? Egal, was wir tun, keiner kann mehr segnen als den wir besingen. Und das wollen wir erzählen. Lasst mich's erzählen. Lasst uns das raushauen. Lasst uns das bekennen heute Morgen. Jesus zur Ehr. Es geht um ihn, immer. Wo ist ein Heiland? Es gibt keinen, der größer ist. Es gibt keinen, der heilen kann. Wer kann so segnen? Wer kann so erfreuen wie er? Wer kann so gesund machen? Keiner. Preist ihn allein. Und das wollen wir tun, mit euch als Musik unterstützen. Wenn ihr mitsingen dürft in euren Gemeinden, denkt an die Regeln, die es gibt. Wir dürfen mitsingen, ein Vorrecht, wieder Stimmen zu hören, auch wenn wir die noch durch die Maske hören. Aber ihm zur Ehre, lasst uns erzählen und singen. Seliges Wissen, Jesus ist mein Frieden mit Gott, bringt er mir allein. Leben von oben, ewiges Heil, völlige Sühnung ward mir zuteil. Lass mich erzählen. Jesus, so er, wo ist
Preist ihn allein. Harald, schön, dass du in unsere Mitte gekommen bist. Ich freue mich sehr auf deine Predigt gleich. Aber wir wollen denen, die dich vielleicht am Wochenende noch nicht erlebt haben, die Chance geben, vor deiner Predigt zu entscheiden, schalte ich ab oder bleibe ich hier oder so. Denn man sagt ja ganz oft, es kommt auf die ersten Sekunden an, das wollen wir wegschieben. Wir wollen dich aber ein bisschen kennenlernen. Es kommt jetzt auf die Fragen drauf an, jetzt, ob man ja, nachher abschaltet. Ich glaube nicht, weil es geht uns um die Predigt, die gleich kommt und da redet Gott. Aber wenn wir jetzt so ein Musikstück hören, dann habe ich im Ohr, dass du in einer Session am Freitagabend warst, gesagt hast, ja, ich liebe Musik und nicht jedes Musikstück, was ich mag, kommt in meinem Gottesdienst vor, deswegen machst du Montag oft deinen eigenen Gottesdienst, aber es ist keiner da, weil die dich nicht singen hören wollen. So irgendwie hast du es nicht gesagt, aber stimmt das wirklich? Also singst du dann deine Lieder? Was singst du dann? Oder würdest du auch so ein Lied singen? Das gehört zu meinem Repertoire. Das ist eins meiner. Und das Lieder. Sagst du uns jetzt. Dann hättest du ja eigentlich auch noch, ne? Hätten wir bestimmt arrangieren können. Ja, meine Stimme ist nicht so, dass man auch, sie auch nur hören möchte. Deshalb ist es gut, dass ich ganz alleine am Montag singe. Ja, das fand ich, das ist vorbildlich, wo du sagst, ja, wir sind gemeinsam unterwegs und meine Lieder, die nehme ich montags mit und die kommen im Gottesdienst vor und ich lerne da neue, die ich nicht spielen kann am Montag. Das hat gesagt, das fand ich gesund für mich. Mhm. Und der Gedanke ist ja, dass die Lieder, die mich bewegen, meine Kinder nicht ohne weiteres erwärmen. Und das ist völlig okay für mich. Wir wollen das Thema auch gar nicht so vertiefen, aber wenn wir gemeinsam unterwegs sind, dann war das einfach so ein Schlaglicht. Und wenn du sagst Kinder, wir wissen, dass du sie liebst, deine zumindest und auch deine, ja, egal. Was wolltest du als Kind eigentlich mal werden? Also mein Traumberuf war Lehrer. Den konnte ich im Kommunismus gar nicht probieren, weil meine Eltern haben gesagt, das macht keinen Sinn, dass du Lehramt studierst. Im Kommunismus kannst du nicht als Lehrer arbeiten. Dann habe ich irgendwas anderes gemacht. Irgendwas anderes. Kann man damit Geld verdienen? Man kann nicht. Ich habe Maschinenbau. Ich bin von Haus aus Maschinenbauingenieur. Ah, okay. Aber ich habe gewechselt. Nicht, weil man mehr verdienen kann, aber das Gottes Wort war dann doch irgendwie mein Leben und ich durfte dann nochmal einen Master an der FDH in Gießen machen. Schön. Das war spät, also das war es 2003. Ich wollte nur gewappnet sein, falls meine Kinder mir sagen, ich mache irgendwas anderes. Dann könnte ich empfehlen, okay, Harald ist ein gutes Vorbild, oder Daniel? Lehrer als Lehrer neben ihm, da fühlst du dich gleich irgendwie zu Hause. Ich wollte nie Lehrer werden, aber ich bin es trotzdem geworden. Aber es ist gut. Aber noch ein Satz. Yeah. Drei unserer vier Kinder sind Lehrer geworden. Ist ja auch ein schöner Beruf. Das habe ich jetzt erst gemerkt. Ja. Als Schüler habe ich das nicht so geahnt, dass Lehrer so schön ist. Aber das ist was anderes. Du bist auch ein anderes Vorbild für mich, das muss ich wirklich sagen. Du schaffst es, ein Mitarbeiterteam zu bilden, zu führen und irgendwie hast du wirklich ein Händchen, Leute mit reinzunehmen und gemeinsam irgendwie auszurichten und nach vorne zu gehen. Gibt es irgendein Geheimnis, was du sagen würdest, für ein gutes Miteinander im Leitungsteam? Was ist so ein Geheimnis? Also wenn du den Daniel als Interviewer hast, dann kannst du dich auf manche schwierigen Fragen gefasst machen. Das ehrt mich, denn wir kamen ganz gut klar bis jetzt. Es tut mir leid, Harald. Daniel, ich bin nicht sicher, ob du ganz zufrieden bist. Ja. Aber von Herzen möchte ich sagen, es ist Gnade Gottes, wenn ein Team gelingt. Ich sage das nicht nur so, bitte glaub es mir. Ja. Wir müssen doch auch zugeben, dass wir uns manchmal zu ernst nehmen und den Eindruck haben, es liegt an uns. Ja. Manches, was scheitert, ist nicht uns zu verdanken und manches, was gelingt, auch nicht. So würde ich wirklich die Gnade Gottes als erstes in den Mittelpunkt stellen. Und dann gibt es natürlich manche Überlegungen. Also darf ich aus dem Nähkästchen plaudern, Daniel? Ja, immer. Du weißt nicht, was kommt. Nein. Ihr dürft wissen, 2011
haben wir nochmal Ausschau gehalten nach jemandem im Team. Und da habe ich mit ihr ein Telefonat geführt und habe gesagt, Daniel, kommst du in unser Team? Das ist mir jetzt feindlich, jetzt plauderst du hier intern aus. Okay, ja. Ja, genau, tatsächlich. Mein Weg war anders und das ist auch gut das so. Das ist alles gut. Aber deswegen, wir hatten tatsächlich schon Begegnungen. Harald, ich danke dir für diese ehrliche Antwort. Und ich glaube, das ist auch ein Geheimnis, dass man weiß, dass es Gnade ist. Ja, dankeschön. Und ich freue mich sehr. Und deswegen, ich möchte jetzt einfach beten um diese Gnade Gottes für uns und für dich. Herr Jesus, wir möchten jetzt beten um deine Gnade für die Predigt. Wir brauchen deine Gnade. Der Harald braucht deine Gnade und deinen Segen zum Reden. Und ich möchte beten, Herr, dass du ihn gebrauchen kannst. Leg deine Worte in seinen Mund. Und ich möchte beten wirklich, Herr, dass das, was er redet, mehr ist als Menschenwort. Und das kannst nur du schenken. Und wir beten da wirklich um die Wirkung deines Geistes. Und wir möchten beten für uns, Herr, dass in unserem Herzen diese Worte irgendwie reinfallen und dass sie Wurzeln und Segen bringen und dass sie nicht nur beim Hören stehen bleiben, sondern dass sie zum Tun kommen. Da möchten wir wirklich drum beten. Wir möchten beten, Herr, dass Segensspuren gelegt werden können in die Gemeinden hinein und dass du das gebrauchen kannst. Wir möchten den Harald und uns selbst dir anbefehlen. Amen. Amen. Danke, Daniel. Wir dürfen jetzt in den kommenden 40 Minuten uns mit Gottes Wort beschäftigen und mit dem Thema, das vorgegeben ist, gemeinsam gesund wachsen. Ein großartiges Thema. Und ich bin ein Freund von Wiederholungen. Ich wiederhole mich sehr gerne, weil ich den Eindruck habe, wir eilen oft zu schnell zu neuen Wahrheiten. Und von daher blenden wir jetzt noch einmal den Vers ein, mit dem wir am Freitagabend gestartet sind, Philipper 1, 27. Auf jeden Fall müsst ihr auch in der Öffentlichkeit so leben, wie es der Botschaft von Jesus Christus entspricht. Ob ich nun komme und euch wiedersehe oder nur aus der Ferne von euch höre. Und jetzt ist der Vers, steht in einem Geist fest zusammen und kämpft in derselben Gesinnung für den Glauben, der mit dem Evangelium verbunden ist. In diesem Vers ist das Thema gemeinsam und Evangelium das Thema. Und darauf haben wir uns in diesen Tagen wirklich gesetzt. Evangelium, diese Frohbotschaft, also neben der Frohbotschaft, die heute so eine unserer Jüngsten hier so in den Saal gerufen hat. Ihr wisst noch, was er gerufen hat. Deutschland hat gewonnen, das ist auch ein Evangelium, aber das, was wir jetzt heute haben, das ist dann doch nochmal was anderes, ihr Lieben. Die frohe, die gute Nachricht von dem Sieg in dem Herrn Jesus Christus. Und heute haben wir das Thema, gemeinsam vorwärts gehen. Stell dich darauf ein, dass du auch herausgefordert wirst, Schritte zu machen. Kleine Schritte. Also der Befehl, hier hat Paulus ja das Bild von Soldaten vor sich. Wenn Soldaten hören, vorwärts, das ist nicht immer nur easy, nicht immer nur leicht. Aber im Evangelium ist das möglich. Sind wir aber davon überzeugt, dass das Evangelium ausreicht, wirklich ausreicht für unsere Gemeinden? Dass letztendlich Gesundheit einer Gemeinde nicht von Programmen abhängt, sondern wie sehr eine Gemeinde vom Evangelium gesättigt ist, geprägt ist. Und ich möchte euch bekennen, ich lerne an dem Punkt nie aus. Das ist nicht so ermutigend für mich, aber das ist nun mal so. Ist noch nicht so lange her, als ich Worte hörte, die wir jetzt auch einblenden, die mich tief getroffen haben. Das sind Worte, die der Reformator Martin Luther am 7. April, ihr könnt sehen, 1516 an einer seiner Mitbrüder, einen Augustinermönch, geschrieben hat. Darum, mein lieber Bruder, ist ein längerer Brief. Darum, mein lieber Bruder, lerne Christum und zwar den Gekreuzigten. Lerne ihm Lob singen und an dir zu verzweifeln. Hüte dich, je nach einer so großen Reinheit zu trachten, darin du nicht mehr dir ein Sünder scheinen, ja sein wollest. Ich fühlte mich ertappt, als ich diese Sätze las, ihr Lieben. Wisst ihr warum?
Ich möchte heilig sein. Ich möchte vor Gott und Menschen so als Heiliger erscheinen. Das ist irgendwie drinnen und ich war tief getroffen von dieser Wahrheit des Evangeliums. Das ist ein Aspekt des Evangeliums, dass wir akzeptieren, dass wir Sünder sind und bleiben. Und der Apostel Paulus hat das wirklich gelernt. Je älter er wurde, je klarer war das. War das, weil er senil wurde? Nein! Weil Gottes Erkenntnis, echte Gottes Erkenntnis, führt zu tiefen Erkenntnis, wie schuldig und wie sündig wir letztendlich sind. Und dann vor Gott und Menschen aufzumachen, ein Ja dafür zu haben, ihr Lieben, das ermöglicht ein echtes Miteinander. Aus dieser Schwachheit erst, also das Evangelium, vielleicht merken wir so, das Evangelium hat einen Inhalt und er ist sehr komplex. Es ist mehr als die vier geistlichen Gesetze. Es hat einen Inhalt, es hat einen geschichtlichen Bezug, einen heilsgeschichtlichen Rahmen, die ganze Schrift. Und es hat etwas mit dem Thema Gemeinschaft zu tun, gemeinsam. Darum gibt es Gemeinde Jesu durch das Evangelium. Diese drei Dinge sind, könnten wir uns einprägen. Und wenn es um den Inhalt geht, ist das erste unsere Schwachheit, unsere Sünde, so wie wir es hier gehört haben. Und präge es dir vielleicht ein, ich will es nicht so hart sagen, ich sage es mir, Harald, hüte dich, dass du nicht vor Gott nicht mehr als Sünder erscheinen willst. Dass du abhakst am Abend und sagst, gemacht, geschafft, geschafft. Wenn aus dieser Schwachheit dann die Auferstehungskraft erwächst, ihr Lieben, das ist dann der Mut des Evangeliums, der uns wirklich befähigt, auch vorwärts zu gehen. Aber bleiben wir auch bei dem Thema Schwachheit. Und dann gibt es auch die Kraft des Evangeliums in unserem Leben. Und das ist, glaube ich, von großer Bedeutung. Und jetzt noch etwas zu diesem Thema geschichtlicher Aspekt und Gemeinschaft. Ich blende ein Bild ein, das beide Aspekte ein Stück erfasst und erwischt. Unsere Welt. Gott liebt diese Welt. Gott liebt den Menschen. Und Gott sieht so eine Menschenmenge, dass sie einmal vor seinem Thron ist. Er hat diese Sicht, diese Schau, auch Johannes dem Apokalyptiker geschenkt. Offenbarung 7, Vers 9. Nach diesem sah ich und sie eine große Volksmenge, die niemand zählen konnte, aus jeder Nation und aus Stämmen und Völkern und Sprachen. Sie stand vor dem Thron und vor dem Lamm, bekleidet mit weißen Gewändern und mit Palmen in ihren Händen. Das ist Gottes Vision. Er ist ein Visionär und ein Praktiker. Und ich frage, wird das in Erfüllung gehen? Glaubt ihr, dass das in Erfüllung geht? Natürlich. Die Frage ist, und ich gehe davon aus, dass viele von uns dabei sind, sollten hier Zuhörer sein, vielleicht erstmal im Gottesdienst hier oder zu einer anderen Gemeinde zugeschaltet, das Thema darf virulent in deinem Leben sein. Wie bekomme ich das Heil in Jesus Christus? Aber die meisten, die werden dabei sein. Die große Frage wird sein, hast du einen Beitrag, dass diese Vision erfüllt wird? Oder ist unser Leben von zu viel Egoismus geprägt? Es geht um uns, um das, was wir haben oder nicht haben. Um Karriere und so vieles mehr, was in diesem Leben uns davon abhalten könnte, so zu leben, wie es das Kreuz von Golgatha ermöglicht. Paulus hat es so formuliert im 2. Korintherbrief, im 5. Kapitel, damit die, welche leben, nicht mehr für sich leben, sondern für den, der für sie gestorben und auferstanden ist. Das ist die große Chance und deswegen sind wir auf dieser Welt. Eigentlich lässt Gott uns nur aus dem Grund noch hier, damit wir diesen Auftrag miterfüllen, damit wir mit einen kleinen Beitrag haben. Und wisst ihr, welches Gottes Strategie ist? Gottes Strategie sind gesunde Gemeinden. Er ist ein Stratege. Und er hat darüber nachgedacht und er wusste, der Traum, den wir vorher gesehen haben, der ist nur zu erreichen durch gesunde Gemeinde. Schon bedeutsam. Ist auch ernst für uns. Dass wir sagen, wir möchten wirklich dabei sein. So hat Gott es sich gedacht. Und wir werden später einmal sehen, was bedeutet das? Wie sehr hat das mit dem Wesen des Evangeliums zu tun, mit dem Herzen Gottes,
Nicht primär mit unseren Programmen. Nicht zuerst mit dem Tun, denn sofort geht die Frage vielleicht los, was muss ich tun? Und deshalb ein ganz kleiner Stopp in unserem Nachdenken, wohin rennen wir, wie wollen wir vorwärts gehen? Die Grundlage einer Gemeinde ist Gottes Wort, dieses Wort. Und vielleicht ist es gut, in so einer Zeit es nochmal zu sagen und zu hören, es ist Gottes inspiriertes, vollkommenes, fehlerloses Wort. Das Alte Testament und das Neue Testament. Ja, manches ist schwer zu erfassen. Das hat schon Petrus gesagt, wenn es um die Briefe des Paulus geht. Ja, es ist wichtig, dass wir an schwere Texte und an schwere Stellen genau dran gehen. Eine gute Auslegung machen mit all dem, was uns zur Verfügung steht. Das ist richtig. Aber die gesamte Schrift ist von Gott eingehaucht mit seinem Leben. Und das bedeutet, wenn wir dieses Wort aufschlagen, dann dürfen wir sagen, jetzt kommt Gottes Hauch in mein Leben. Das ist das Fundament einer Gemeinde. Von diesem Fundament springen wir nicht sofort hoffentlich zu den Programmen. Das ist oben zum Tun. Seht, natürlich, wir fragen, ja, wie wollen die Gemeinde gestalten? Und das sind Fragen, die sind für jeden Mitarbeiter ganz, ganz wichtig. Aber seht, für Gott war es gar nicht so wichtig, uns den Gottesdienstablauf der ersten Christen zu vermitteln. Es gibt keinen Gottesdienstablauf des ersten Jahrhunderts. Wir haben ihn nicht. Man hat viele Jahrhunderte gedacht, wenn wir nur genügend suchen, finden wir ihn. Und das ist dann der Modellgottesdienst. Gott hatte kein Interesse, uns den Musikstil der damaligen Zeit zu kommunizieren und dann zu sagen, hier sind die Noten und hoffentlich kriegt ihr das auch etwa so hin, wie wir das damals im ersten Jahrhundert hatten. Nein, Gott hatte kein Interesse da. Nicht einmal die Länge des Gottesdienstes war ihm wichtig, sondern es geht bei Gott um das Wesen, um das Herz einer Gemeinde. Das ist diese Schicht zwischen dem Fundament und den Programmen. Und naja, wenn es um Gottes Wort geht, dann wird schon viel gearbeitet und es wird auch oft und zu viel gestritten. Und wenn es um die Programme geht, sind wir schnell dabei zu meinen, das verändert eine Gemeinde. Wir haben nicht viel davon, wenn wir die Programme verändern und der Herzschlag der gleiche bleibt. Und ja, wir streiten sehr viel über die Programme. Aber das Evangelium geht an der Stelle tief in ein Gemeindeleben hinein und deshalb sage ich, jede Verkündigung sollte und muss und darf dieses Evangelium weitergeben. Und wir gucken einmal, wie könnte so ein Herzschlag aussehen. Das war Gott wirklich wichtig. Lukas, der Historiker, hat es uns in Apostelgeschichte 2, 42 bis 47 beschrieben. Ein Text, den wir kennen sollten. Der von Gottes Furcht und Freude gleichermaßen spricht. Das macht eine Spannung auf. Und ich glaube, im Evangelium ist sie zu halten. Nicht eine oberflächliche Freude, aber eine tiefe Freude, die auch zu einer Ehrfurcht vor Gott führt. Oder aus der Ehrfurcht erkennen wir die Größe und Liebe Gottes. Und dann kommt die Freude rein. Das ist also, was wir in Apostelgeschichte 2 haben, das ist etwa das, eine sehr saubere Luft in Beziehungen in der Gemeinde. Wie ist eure Luft? Ich frage nicht nach euren Programmen. Wie ist dieses Fluidum zwischen euch? Das Evangelium schafft so eine saubere Luft. Wisst ihr, Liebe zum Fremden, Daniel hat das so schön gesagt, tatsächlich, du hättest da noch ein paar Minuten verweilen können, diese Liebe zu dem ganz anderen, zu dem Typ, der einen anderen Lebensstil hat wie ich. Hier sind Menschen gemeint, die tatsächlich weit, weit vom Evangelium sind. Ich habe am Samstag gesagt, das ist ein, wie sagt man jetzt, ein Muss für einen Ältesten einer Gemeinde, 1. Timotheus 3. Diese Qualität muss er erfüllen. Und nicht indem seine Ehefrau Sonntag für Sonntag ein anderes Ehepaar einlädt, sondern indem er selbst das so kommuniziert. Herzlich willkommen. Hast du einen anderen Lebensstil? Denkst du völlig anders? Hast du Zweifel? Herzlich willkommen. Und ich nehme Zeit für dich. Das ist Fremdenliebe. Der Gemeindeblick geht nach außen. Das ist in diesem Text Apostelgeschichte 2 fantastisch beschrieben. Das Evangelium breitete sich aus. Sie hatten Hoffnung. Sie haben damit gerechnet, dass Gott etwas tut. Das ist Herzensebene. Wir erwarten es. Dann hatten sie ein, wir nennen das Frontliniengebet. Ihr Gebet drehte sich nicht nur um Arbeitslosigkeit und Corona und manches mehr. Das sind wichtige Anliegen, ganz wichtige. Aber mitten in der Verfolgung,
mitten in Bedrängnis, mitten in Drohungen, beten sie folgendes, Apostelgeschichte 4, 29. Und nun, Herr, sieh an ihre Drohungen und gib deinen Knechten dein Wort mit aller Freimütigkeit. Und das ist auch eine Herzenssache, Freimütigkeit. Mit aller Freimütigkeit zu reden. Und wirk dann du mit auf deine Weise. Das ist Herzensebene. Dieses Evangelium befähigt zu einem Weg. Und dieses Evangelium, das, wenn es ein Herz füllt und eine Gemeinde füllt, dann wird etwas passieren. Dann wird bei diesem, was da oben ist, das Tun, die Gottesdienstprogramme, da wird etwas passieren. Wenn es um Einladen von Menschen, um irgendwelche Kleingruppen oder Aktionen, dass Menschen dazukommen, da wird etwas passieren. Und hier habe ich noch Demut und Lernbereitschaft, wirklich Interesse am Wachstum. Wachstum ist etwas Normales von Gottes Perspektive her. Ja, es mag Wachstumsknoten geben, aber bitte, irgendwann geht das Wachstum weiter. Und Gott schenkt das Wachstum. Was wollen wir tun? Was ist der Auftrag? Das ist die wichtige Frage. Haben wir an der Stelle einen Fokus als Gemeinde? Ich glaube, dass Gott ihn uns geschenkt hat. Der Herr Jesus hat zu seinen Jüngern gesagt, geht und macht Menschen zu Jüngern. Jüngermacher. Menschen, die andere zu Jüngern machen, die wieder andere zu Jüngern machen. Erst dann ist ja dieser Auftrag erfüllt. Nicht, wenn jemand sich zu dem Herrn Jesus bekehrt hat, dann geht es ja weiter. Geht und macht Menschen zu Jüngern. Setzt euch für Einzelne ein, dass sie ihre Grenzen überschreiten, dass Wachstum möglich ist. Helft einander. Ja, aber was ist mit Gemeinde? Da hat Gott gar nicht so viel gesagt. Aber er hat in dem Herrn Jesus gesagt, ich werde meine Gemeinde bauen. Wir kümmern uns so viel um Gemeinde, zu wenig um Jünger machen. Könnt ihr verstehen? Ich habe jahrzehntelang Gemeindeleben hinter mir und ich muss sagen, ja, das ist wirklich ein Problem. Wir kümmern uns zu sehr um Gemeinde und zu wenig darum, diesen Auftrag auszuführen. Und wenn es dann ganz praktisch in unserem Leben wird, dann kann es sein, dass Spannungen im Gemeindeleben entstehen. Das haben wir auch gestern ein Stück bedacht, dass man dann nicht für diesen Auftrag kämpft und sich einsetzt, sondern dann kommt plötzlich Angst in eine Gemeinde. Was passiert? Ist das Risiko nicht zu groß? Immer wenn es Veränderungen gibt, immer wenn man sich, auch wenn eine Gemeinde sich aufmacht, vorwärts zu gehen, dann machen sich Ängste breit. Angst ist ein echtes Thema in unseren Gemeinden. Und kein geringerer als Matthias Richling, dieser begabte Kabarettist, der hat gesagt, wer Angst verbreitet, hat die Leute auf seiner Seite. Das hat er in Corona-Zeiten gelernt. Das gilt für Gemeindeleben. Da können noch 3, 4 Menschen aus der Gemeinde sagen, seht, das ist eine echte Möglichkeit. Wenn einer aufsteht und sagt, wir haben das Geld nicht, kann es sein, dass das Ding zusammenfällt. Wenn einer sagt, aber was ist wenn? Und plötzlich breitet sich Angst aus. Du musst Angst nur nennen, wie wenn du einen Namen nennst und sie ist da. Sie ist in einer Gemeinde. Petrus hatte Angst vor den Angesehenen in Jerusalem. Ich weiß nicht, ob er diese Angst kennt. Ich kenne sie. Was denken die anderen? Was denken engere Christen, wenn wir diese Freiheit nutzen in Christus? Aber die sind, werden wir verurteilt. Galater 2, ein sehr spannendes Kapitel zu dieser Thematik. Und dann heißt es so, also fast schockierend, er heuchelte und mit ihm heuchelte auch. Er ist mir so sympathisch, auch Barnabas heuchelte mit ihm. Aus Angst. Ich möchte Mut machen für Mitarbeiter, für Leiter, für jeden in der Gemeinde. Versuchen wir, wenn sich diese Angst in unser Herz hineinschleicht, zu fragen, was bedeutet Mut und Vertrauen in dieser Situation? Dass wir unseren Auftrag wirklich ausführen. Ich blende eine Grafik ein, die ich sehr oft sowohl mit Gemeindegründern, aber noch öfter mit ältesten Teams, mit Leitungsteams einblende oder sie aufmale auf Flipchart, ist mehr mein Ding. Ich male sie auf.
Die Grafik ist fast selbstsprechend. Jede Gemeinde, also das ist die Lebenskurve einer Gemeinde, aber auch einer Organisation, auch meines Lebens, einer Firma, was immer du nehmen magst. Aber für eine Gemeinde wird es sehr, sehr bedeutsam. Jede Gemeinde beginnt mit einer Vision. Jemand sieht, hier könnte Gemeinde entstehen, hier in Rendsburg. Ich hoffe, ihr kennt eure Geschichte und wisst, wer diese Sicht hatte, ja? Und in Karlsruhe wisst ihr es auch und wo immer ihr jetzt zugeschaltet seid. Es gab irgendjemand, der hat gesagt, vielleicht gab es ein kleines Team, wir brauchen Gemeinde hier. Warum? Doch nicht, damit wir uns selbst verwirklichen. Weil Menschen das Evangelium hören müssen. Wir wollen Leuchtturm sein. Und dann beginnt eine Zeit der Kindheit, der Gemeinschaft, der Sorglosigkeit zunächst. Man trifft sich ohne Programme. Man ist einfach da und träumt. Die Gemeinde wächst, die Jugendzeit kommt. Und wenn die Jugendzeit da ist, dann müssen auch zum Beispiel Programme her. Vielleicht für Jugendliche, vielleicht für Kinder, vielleicht für den Gottesdienst, wenn es schon so weit ist. 10 Uhr treffen wir uns am Sonntag zum Gottesdienst. Bis dann hat man sich getroffen, wann es ging. Die Gemeinde reift und irgendwann erreicht sie eine Erwachsenenzeit. Da kommt zur Gemeinschaft und zu den Programmen noch eine Administration dazu. Ein Haus, ein Konto und Dinge, die verwaltet werden müssen, die nicht immer so viel Spaß machen, aber die wichtig sind. In unserer Zeit gehört zur Administration eine gute Technik. Ich weiß, wie wir 2017 unsere Gemeinde aus neu eingeweiht haben, kommt ein älterer Bruder, ein demütiger Bruder. Das kannst du nur, wenn du Demut hast. Und er sagt, ich möchte mich entschuldigen. Nee, nicht wie wir eingeweiht haben, sondern wie Corona losgegangen ist. Ich möchte mich entschuldigen, dass ich hatte den Eindruck, ihr steckt so viel Geld in die Technik. Und jetzt bin ich so dankbar. Alles steht mit dem ersten Sonntag, wart ihr auf Sendung. Entschuldigt, hat er gesagt, dass ich an der Stelle schlecht gedacht habe. Nur zur Information, wir haben nicht eine Technik, die Millionen gekostet hat. Das haben wir uns nicht leisten können. Aber eine Technik so wie eure, die tatsächlich hilfreich ist. Es kommt Administration dazu. Und seht, die Frage ist, wie geht es jetzt weiter? Wer kann erkennen, wir sind noch beim Alterungsprozess, noch ein Bild zurück. Die Frage ist, was verschwindet zuerst in diesem Alterungsprozess? Habt ihr es erkannt? Ganz sicher. Könnt ihr es gut sehen? Das Kreuzchen ist bei der Vision. Vision heißt hier Hoffnung. Wir sehen etwas, wir haben Ziele. Das heißt in diesem Fall Vision. Ähnlich wie Nehemia, die den Mauerbau gesehen hat. Nicht von Anfang an ganz klar, aber je mehr Zeit vergangen ist, je klarer wusste er, das ist es. Solche Leute brauchst du in einer Gemeinde. Aber die Vision stirbt. Oder wenn die Vision stirbt, irgendwann stirbt sie, dann beginnt der Alterungsprozess. Man kann das ganz einfach eine Formel sagen. Der Alterungsprozess einer Gemeinde beginnt dort, wo diese Vision nicht mehr da ist. Das Leben geht weiter. Die Programme sind da, die Gemeinschaft ist noch da, ist noch fast alles da. Deshalb merkt man es gar nicht. Vision ist das Erste, das flöten geht in einem Team und in einer Gemeinde. Und für die Vision, um die Vision zu halten, brauchst du ganz spezielle Gaben in einer Gemeinde. Unsere Gemeinden, und wir wollen dankbar sein dafür, haben viele Lehrer und Hirten. Oder meistens sind wir gut aufgestellt, wenn es um Lehrer und Hirten geht. Aber damit die Vision bleibt, und jetzt kann man die Kurve mal reinbauen, diese S-Kurve in der Theologie, die berühmte S-Kurve. Damit das weitergeht, brauchst du Gaben, eine Gabenkombination, die nochmal anders ist. Und dadurch, dass ich die Verkündigung haben darf, darf ich fast meinem Vortrag auch mal einen Nebennamen noch geben. Gemeinsam unterwegs, auch mit unterschiedlichen Gaben. Unterschiedliche Gaben verursachen Reibungspunkte in einem Team. Der Visionär, dem die Menschen am Herzen liegen und der sagt, wir könnten doch das erreichen, der nervt ein Stück den Lehrer. Bitte glaubt mir das. Und auch den Hirten. Das ist so. Es sei denn, man hat eine Chemie und man weiß, wir brauchen einander. Das ist das Beste, was einer Gemeinde passieren kann. Und wenn in eurem Leitungskreis diese Gabe fehlt, dann möchte ich euch bitten, betet um solche Leute, die diese S-Kurve wieder reinbringen. Die wirklich eine Vision vermitteln einer Gemeinde. Ich möchte euch bitten, begnügt euch nicht mit den Gaben, die da sind, denn irgendwann geht es bergab.
Und das Nächste, was verloren geht, ist die Gemeinschaft. Diese Härte, ich rede nicht vom Gottesdienst, ich rede von dieser wirklich feinen, ermutigenden Luft zwischen Gemeinden, zwischen Teams. Sie geht verloren. Und irgendwann hast du vielleicht nur noch ein Gebäude. Und als jemand, der auch in unserem Land ein Stück mit Gemeindegründern unterwegs war, haben wir Anrufe bekommen, unsere Initiative. Die haben dann gesagt, jetzt ist es soweit, ihr könnt das Gebäude haben. Wir machen euch Platz und wir haben auch nicht mehr das Bedürfnis, uns um die beste Uhrzeit zu versammeln. Ihr kriegt jetzt das Gebäude. Kommt mit einer Mannschaft, die nochmal Leben da reinbringt. Dieser Prozess ist schon ernst zu nehmen, wenn wir wissen, dass Offenbarung 2 und 3 7 Gemeinden ein Schreiben kriegen und einigen davon sagt Gott, wenn du nicht Buße tust, dann geht das Licht, wird das Licht beiseite geschoben. Aber das Schöne ist, es gibt diese S-Kurve. Es ist möglich, dass wir an der Stelle noch einmal Leben reinbringen. Das ist eine echte Möglichkeit. Und die Frage ist, wie passiert das? Nun, meine Antwort ist, dass es tatsächlich das Allerwichtigste, das Evangelium ist, das uns eine Sehnsucht und eine Liebe schenkt, dass Gemeinde nochmal lebt, dass Menschen erreicht werden. In dem Augenblick, wo das einen großen Teil der Gemeinde packt, die draußen, die Verlorenen, da hast du plötzlich wieder Hoffnung und Vision. Und ja, es erfordert dann Energie, dass wir fragen, wie kommt das? Ich möchte ein paar Dinge nennen, die vielleicht zu so einer S-Kurve führen könnten. Wenn wir an Apostelgeschichte 2 denken, dann ist es Gebet. Eine Gebetsinitiative in einer Gemeinde ist so eine S-Kurve. Treue an der Stelle ist wichtig. 120 Beter in Jerusalem, was gibt es Schöneres, die da sind und beten. Wenn eine Leitung, eine Gemeindeleitung klar erkennt, das ist das Ziel, hin wollen wir kommen. Wenn das passiert und sich diese Leitung aufmacht, das ist so eine S-Kurve. Ich weiß, was das mit uns 2018 im Januar gemacht hat, wie wir als Leitung gefragt haben, was machen wir mit der Botschaft von Samstag, vom letzten Samstag? Und die Antwort war so einmütig, wir machen uns auf. Und da ging es um das Thema, Jünger machen nochmal in einer besonderen Weise für uns, weil wir nicht so gut aufgestellt waren. Wir hatten Kleingruppen, aber wir haben das Draht nochmal neu gedreht und sind jetzt in einem Prozess, dass wir fragen, Herr, wie schenkst du an der Stelle nochmal Leben? Aber wir sind in dieser S-Kurve. Natürlich bringt das Spannungen rein. Das kann gar nicht anders in unseren Gemeinden sein. Aber wenn dieser Missionsbefehl nochmal einschlägt, macht zu Jüngern und bleibt nicht zu schnell stehen. Ich dachte daran, ein Jugendleiter, der berufen wird für eine Gemeinde, der Energie hat und ein brennendes Herz, denn ohne brennendes Herz kannst du auch andere nicht zum Brennen bringen, hat Augustin ja schon gesagt. Aber so ein Jugendleiter mit brennendem Herzen, das ist eine S-Kurve für eine Gemeinde. Erweiterung eines Gemeindehauses oder ein Neubau. Wenn mit dem Neubau einhergeht, dass die Leitung die Vision vermittelt, dass es nicht nur um Ziegeln oder Beton geht, wenn es nur um das geht, dann kann das zu einer Katastrophe führen, dass anschließend alle kaputt sind und auch keine Lust mehr haben. Aber wenn parallel diese Hoffnung vermittelt wird. Strukturänderungen in einer Gemeinde sind so eine S-Kurve. Wir haben Apostelgeschichte 6. Das ist zu Hause nachzuschlagen. Die Zeit ist sicher zu knapp jetzt. Aber da taten die Lehrer und die Leiter der Gemeinde und die Apostel mit ihren apostolischen Gaben Managerdienste, ihr Lieben. Die sind wichtig in einer Gemeinde, aber die sollte nicht die Leitung tun. Es ist ein Problem in unseren Gemeinden, dass oft Leiter keine Zeit für Gottes Wort und Gebet haben. Gottes Wort und Gebet ist eigentlich nachdenken, beten, ringen. Wohin soll die Gemeinde von unserem Punkt A, wie kommt die Gemeinde von Punkt A zu Punkt B anhand des Wortes Gottes? Und seht, nachdem diese Strukturänderungen vorgenommen wurden, spüren wir, da ist wieder Leben. Das heißt dann in Apostelgeschichte 6, 6 bis 7 so. Sie stellten sie vor die Apostel, sie haben sieben Leiter gewählt, eingegangen in die Geschichte als Diakone. Und als sie gebetet hatten, legten sie ihnen die Hände auf und das Wort Gottes wuchs. Das zeigt mir, dass diese Apostel die Vision noch klar hatten. Was war die Vision? Verlorene Menschen
Und nachdem die Struktur geändert wurde, kann die Wachstum wieder stattfinden. Wir hatten viele Jahre, von 2006 bis 2016, 10 Jahre, einen Freund und Gemeindeberater an unserer Seite. Und wenn wir dann angerufen haben und gesagt haben, Willi, unser Saal ist voll, was machen wir? Dann hat er gesagt, ihr seid verantwortlich, dass Wachstum weitergehen kann. Ja, wie? Ihr müsst Strukturen schaffen. Wenn ein Saal voll ist, sagt er, dann ist es eure Verantwortung, Wege zu suchen. Und zunächst ist es nicht wichtig, welche. Betet und trinkt. Wir haben dann einen zweiten Gottesdienst eingeführt. Nach 3 Jahren in unserem neuen Gemeindehaus war der Saal so voll, dass wir einen zweiten Gottesdienst gebraucht haben. Der Saal hat etwa 170, 180 Sitzplätze gehabt. Aber er hat uns so tief ins Herz geschrieben, ihr seid verantwortlich, dass Wachstum weitergehen kann. Bitte unternehmt etwas. Und das ist schon eine Botschaft für uns als Älteste, als Leiter, dass wir fragen, was können wir tun, dass Wachstum tatsächlich geschieht und stattfindet. Die Frage ist, haben wir noch Ziele? Haben wir wirklich noch den Auftrag Gottes vor Augen? Ich würde gern mit euch noch 2 Texte bedenken. Ich habe ein bisschen später angefangen wie geplant und ich habe 40 Minuten. Und da haben wir einen Text und ich möchte euch bitten, eure Bibeln aufzuschlagen in 1. Chroniker 4, 38. Wir blenden es auch ein, aber trotzdem ist schön, wenn ich das Rascheln eurer Bibeln höre. 1. Chroniker 4, 38. Diese mit Namen angeführten waren Fürsten in ihren Sippen. Es ging da um 10 Fürsten, die mit Namen aufgelistet werden. Also schon eine große Mannschaft, Großfamilien kann man sagen. Und ihre Vaterhäuser breiteten sich sehr aus. Das heißt, wir haben dieses Wachstum. Versteht ihr, dieses Wachstum war da. Und jetzt, und sie zogen bis nach Gedor hin, bis an die Ostseite des Tales, um Weide für ihre Schafe zu suchen. Die Kommentatoren wissen nicht genau, wo das ist. Aber dieser Vers ist wahr, auch wenn wir jetzt das nicht lokalisieren können. Gedor. Irgendwo ziehen sie nach Osten. Die machen sich auf und gehen, um Weide zu finden für ihre Schafe. Wie immer diese Schafe geheißen haben. Ja? Shlomo oder ich weiß nicht, wie diese hebräischen Schafe heißen. Aber sie müssen ihren Weg gehen, damit Weide da ist und damit die Familien weiter wachsen können. Sehr mutig. Also der Chronist, der schreibt es nicht, weil es alltäglich war, sonst würde er es uns nicht sagen. Es sind die Dinge genannt, die außergewöhnlich waren, die einen besonderen Mut erforderten. Und jetzt heißt es, und sie fanden fette und gute Weide und ein Land geräumig nach beiden Seiten hin, ruhig und still. Da spürt man dem Schreiber an, was für ein Lob er für diese Leiter hat. Sie wären nicht weiter gewachsen. Sie hätten sich nicht weiter ausbreiten können. Ich möchte euch herausfordern, als Mitarbeiter, auch Bereichsleiter von dem Kids-Bereich, von dem Jugendbereich, diese Lebenskurve kannst du in alle Bereiche der Gemeinde nehmen und mit deinen Mitarbeitern darüber nachdenken, wo stehen wir? Und jeder Bereich braucht Erneuerung, braucht diese S-Kurve. Eine Gemeinde im Alterungsprozess hat wirklich ein Problem. Sie hat nicht nur ein Problem, dass sie sich nicht mehr um die kümmert, die draußen sind, sondern auch die eigenen Schafe verhungern irgendwann. Wieso das? Wir ernähren sie doch. Ihr Lieben, Gemeinde Jesu wächst am besten. Auch ältere Geschwister und solche, die schon im Glauben sind, wenn neues Blut dazukommt, wenn Menschen aus der Welt dazukommen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, was das bedeutet, wenn in einen Hauskreis oder in eine Gemeinde Menschen kommen, die frisch, neu im Glauben sind. Das ist Sättigung auch für die, die schon länger mit Jesus leben. Und das wünsche ich uns. Der Unglaube, der bewahrt vom Weitergehen. Angst. Was ist hinter den Grenzen? Da brauchen wir nicht nur Mut, sondern auch Demut. Auch mal Demut zum Scheitern. Ich sage immer, im Evangelium ist beides, Demut und Mut. Weil um vorwärts zu gehen, brauchst du auch Demut, denn es könnte ja nicht gelingen. Wir sind ja nicht Gott, dass wir wissen, was passiert. Ein Riesenbau.
ein schwerer Unfall und alles steht. Für Monate. Das hast du nicht in der Hand. Deshalb brauchst du auch Demut und dann auch Mut, etwas zu wagen. Willst du berufen werden in diesem Traum Gottes? Das ist die Frage. Mitzumachen. Schritte zu gehen. Ich möchte euch allen sagen, nicht denkt in Programmen, denkt in Schritten. Denkt Schritte. Wir denken viel zu schnell in Programmen, aber wenn wir Schritte denken, dann kommt Klarheit rein. Wenn wir Klarheit haben, das Ziel sehen, dann wissen wir, wie wir diese kleinen Schritte machen können. Ich möchte dir heute helfen, wenn du gestern und vorgestern dabei warst oder wenn du die Vorträge nachhörst, diesen Kongress, dass du einige Schritte mit deinem Team alleine oder mit der Gesamtgemeinde gehst. Ich möchte dich herausfordern. Und wir haben eine Statistik, die uns zeigt, wer erreicht ein selbstgestecktes Ziel. Das ist spannend. Also von denen, die sich bewusst etwas vornehmen, erreichen 25% das Ziel. Ist das viel? Das ist nicht viel. Gehörst du dazu, von denen, die sich etwas vornehmen und es erreichen? Ich weiß es nicht. Das ist sehr wenig. Ist eigentlich, och, das macht nicht so viel Hoffnung für uns, die wir verkündigen. Und deshalb möchten wir euch herausfordern, Schritte zu gehen. Jetzt gibt es eine zweite Sache. Von denen, die entscheiden, wann sie das Ziel erreicht haben wollen, die sagen, ich nehme mir vor, mit meinen Mitarbeitern über diese Lebenskurve zu sprechen. Gib einen Termin dazu. Dann ist die Chance, dass 40% dieses Ziel auch erreichen. Warum? Naja, weil sie etwas in ihrem Terminkalender haben. Dann wollen wir das haben. Wir werden ein Treffen haben, wo wir darüber nachdenken. Von denen, die planen, wie sie ihr Ziel erreichen, da steigt es von 40% auf 50%. Das ist schon ein bisschen ermutigender für mich dann. Warum? Ja, weil du dir Gedanken machst. Da kommt etwas in Bewegung. Wie wollen wir das anpacken? Dass unsere Jugend nochmal missionarisch einen Drive bekommt. Mach dir Gedanken. Mach sie dir mit deinem Team. Und von denen, die sich jemand anderem gegenüber verpflichten, erreichen 65% das gesteckte Ziel. Das ist ein Sprung. Das haben wir manchmal gemacht. Gesagt habe, bitte frag mich in einer Woche. Frag mich in einem Monat. Das ist Rechenschaft. Das ist nicht normal in unseren Gemeinden. Im Neuen Testament war es das schon. Achtet aufeinander. Teilt einander mit. Und dann kann man auch mal sagen, wie war die letzte Woche? Hast du es verwirklicht? Wisst ihr, da geht es auch um das Thema Sünde und Süchte und manches mehr. Könnte man alles hier hineinpacken, wenn du dich mit etwas quälst. Und von denen, die sich jemandem anderen gegenüber nicht nur verpflichten, sondern ein konkretes Rechenschaftsgespräch mit dieser Person einplanen, erreichen 95% das gesteckte Ziel. Ich möchte euch heute wirklich herausfordern, für die, die auch Samstag und Freitag dabei waren, aber auch wenn du nur heute da warst, vielleicht war etwas für dich da, wo du gesagt hast, da will ich mich draufsetzen, da möchte ich einen kleinen Schritt machen. Überlege einen Augenblick, was könnte sein? Wo hat Gott dich herausgefordert? Wo hat er dich angesprochen? Wo hat er gesagt, vorwärts? Alleine dir ein Treffen einzuberaumen mit Freunden und zu sagen, ich will noch einmal darüber nachdenken, über diese Erneuerung einer Gemeinde. Da kann Gott etwas tun. Mein Tipp, schreib es auf. Schreib es genau auf. Schreiben macht uns genau. Und das wird dann auch messbar. Schreib auf. Lass nicht so eine nebulöse Sache irgendwie in deinem Kopf, sondern mach es messbar. Beginn vernünftig und auch vorsichtig. Also keine solchen Pläne, die einfach nur absurd sind, sondern die vernünftig sind. Sie mögen ein Risiko beinhalten. Es mag Mut erfordern. Vernünftig, weil Gott es sagt. Und teile es offen mit. Teile es Menschen mit, denen du die Erlaubnis gibst, dich zu fragen, mit denen du dich wieder triffst. Ihr Lieben, das ist von meiner Seite die Botschaft. Und ich würde gerne jetzt noch auf eine Sache zu sprechen kommen, weil sie mir so sehr am Herzen liegt. Das ist Kaleb. Kaleb hat als 85-Jähriger vor dem Jordan gestanden
und hat zu Josua gesagt, vor 45 Jahren waren wir auch da. Und vor 45 Jahren habe ich meine Kleider zerrissen und habe gesagt, das Land ist gut, wir können reingehen. Aber wir waren nur zu zweit. Kann man in 4. Mose nachlesen. Wir waren nur zu zweit. Und Gott hat mich am Leben erhalten. Und jetzt habe ich immer noch Wünsche als 85-Jähriger. Wisst ihr, was mich hier besonders anspricht? Kaleb war nicht schuld an der Wüste. Kaleb war nicht schuld, dass die Gemeinde 40 Jahre in der Wüste war. Ich möchte mich an die Jüngeren von euch wenden, die ihr den Eindruck habt, dass Gemeindeleben sehr mühsam und vielleicht auch manchmal wüst ist. Es kann sein, dass ihr nicht schuld daran seid. Und es kann sein, dass Ältere unter uns sind, die auch nicht schuld sind. Die Älteren, die vielleicht schon vor Jahren gesagt haben, es geht, lasst uns mutig etwas anpacken. Es kann sein, dass du nicht schuld bist. Aber ich wünsche dir nochmal so eine Sehnsucht, wie sie Kaleb hatte, egal welches dein Alter ist. Und dass du es Gott zutraust, jetzt, in dieser Zeit, in deiner Gemeinde, in unserem Land, noch einmal etwas zu bewegen zu seiner Ehre. Amen. Habt ihr es gespürt, was da pumpt, wie das Herz schlägt, der genetische Kurs, der Code, wenn das Evangelium drängt? Was ist bei dir schon durchgestrichen auf dieser Kurve? Was müsste einschlagen und was ist eingeschlafen? Und machst du dich auf? Ich möchte zum Abschluss beten. Wem das möglich ist, bitte ich dazu aufzustehen. Und bevor ich anfange, kann jeder das für sich abmachen. Was plane ich? Vielleicht bis nächste Woche. Was nehme ich mir jetzt vor? Lieber Vater im Himmel, danke, dass wir mit so vielen Gemeinden heute gemeinsam den nächsten Schritt machen können. Danke, dass Harald uns das Evangelium weitergegeben hat, dein Herzschlag gezeigt hat. Und jetzt stehen wir vor dir, jeder für sich, und muss auch den nächsten Schritt gehen. Und da bitte ich dich um deinen Segen. Da bitte ich dich um diesen Mut. Da bitte ich dich, dass wir wachsen können, so wie dein Wort gewachsen ist, als die ersten Christen sich aufgemacht haben und Menschen gerettet werden. Ich bitte dich um deinen Segen und deinen Geist, der reden kann in die Gemeinden, in die Jugendkreise, in die Sonntagsschulmitarbeiterbesprechung, in die Ältestenbereiche. Dass wir uns daran halten und uns neu verpflichten, uns diese wichtigen Fragen zu stellen. Und dann bitte ich für die nächste Woche, die kommt, die vor uns liegt, für jeden ganz unterschiedlich. Da danken wir dir, dass wir nicht alleine sind, sondern dass du da bist und dass wir jederzeit zu dir kommen können, wenn rechts und links vielleicht alle gegen uns sind, wenn wir so wie wir geendet haben, nur zu zweit sind und nichts dafür kennen. Wie gut, dass wir wissen dürfen, dass wir zu dir kommen dürfen. Und dass das Geschwister aus unseren Gemeinden wirklich auch praktizieren und dann spüren, dass du der bist, der Grund zum Feiern gibt. Das erbitte ich in deinem Namen. Amen. Wir sind gestartet, ihr erinnert euch. Es ist Gnade. Und dass wir uns jemand suchen dürfen, mit dem wir unterwegs sein können, ist Gnade. Und wenn ihr jetzt dieses Lied hört, allein aus Gnade,
kommen wir mutig zu unserem Vater im Himmel. Kommen wir zu diesem Thron und sagen ihm das, was jetzt in deinem Herz ist. Dann ist das die Einladung. Mit diesem Lied verabschieden wir uns ganz, ganz herzlich aus Rendsburg an den Orten, wo ihr zugeschaut habt. Wir bleiben online. Erik wird gleich durch das Abendmahl führen. Wir werden das Brot brechen und Wein trinken. Vielleicht macht ihr es in euren Gemeinden. Vielleicht machst du es zu Hause. Alleine, ohne Rendsburg. Ihr braucht uns nicht. Wenn ihr da bleibt, herzlich willkommen. Wenn ihr abschaltet, bleibt behütet. Es war ein Vorrecht, aus Rendsburg diesen Kongress zu begleiten. Heute diesen Gottesdienst mit so vielen Gemeinden gemeinsam zu erleben. Gott segne euch. Allein durch Gnade steh ich hier vor deinem Thron, mein Gott, bei dir, der mich erlöst hat, lädt mich ein, ganz nah an seinem Herz zu sein. Durchbohrte Hände halten mich, ich darf bei dir. Durch den Sohn. Dein
Ja, das ist der Grund, weshalb wir feiern. Wir feiern miteinander das Mahl des Herrn. Und dieser Grund liegt darin, dass ich alle herzlich willkommen heißen möchte, mit uns gemeinsam das Abendmahl zu feiern. Und wir laden jeden ein, der wirklich die Gewissheit hat, dass Jesus Christus sein ganz persönlicher Heiland ist, dass er das wirklich singen und sagen kann, dass sein Blut, das Blut des Herrn Jesus, dich abgewaschen hat von deinen Sünden. Und wenn wir miteinander das Mahl des Herrn feiern, dann möchten wir dich auch einladen, ihr, die ja vielleicht noch zuschaut, das auch dann nur zu tun, wenn ihr in eurer eigenen Gemeinde das auch praktiziert. Und mit einem vollen und frohen Herzen wollen wir gemeinsam dieses Brot und diesen Kelch unter uns teilen. Und wir sind echt dankbar, dass das nur äußere Zeichen sind. Es ist ein symbolischer Charakter. Dieses Brot und dieser Wein, die haben keine wirkliche Kraft. Sie sind Zeichen. Sie sollen uns auf Jesus Christus hinweisen. Denn der Jesus Christus starb an unserer Stelle am Kreuz. Das ist ein Vorrecht, das zu glauben. Er tat es stellvertretend für uns. Er hat uns unsere Schuld vergeben, auch wenn wir uns immer bewusst sind, dass wir elende Sünder sind. Jesus, der Herr, gab sein Leben auf Golgatha am Kreuz. Und wir dürfen Frieden mit Gott haben. Wir dürfen endlich aufatmen. Wir dürfen befreit sein. Wir dürfen wirklich feiern. Das ist ein Vorrecht. Unglaublich. Und wir dürfen das aus einem tiefen Herzen heraus tun. Wir wollen das so praktizieren, damit auch die, die noch zuschauen, das auch zu Hause in ihren Heimatgemeinden machen können. Wir werden gleich zwei Bibelverse noch hören. Dann Hans-Jürgen steht schon parat. Komm nach vorne. Ich werde für das Brot danken. Hans-Jürgen wird für den Wein danken. Dann werden wir in unserer Gemeinde die Gelegenheit haben, dass die Geschwister dann das Glas und das Brot durch die Reihen reichen. Und wenn dann jeder etwas bekommen hat, dann wollen wir in einer stillen Anbetungshaltung sein. Jeder möge in seinem Herzen noch einmal den Herrn Jesus groß machen, seit der stillen Anbetung. Und dann möchten wir euch auch bitten, dass ihr dann an euren Plätzen von dem Brot und von dem Wein nehmt und das auch wirklich genießen könnt. Nach einer gewissen Zeit dieser Stille und Ruhe werden wir dann überleiten und noch ein gemeinsames Lied miteinander singen. Ja, ich möchte uns zwei Verse aus der Apostelgeschichte lesen. Wir haben eben manches aus der Apostelgeschichte Kapitel 2 gehört. Ich möchte aus Kapitel 3 lesen. Da sagt Petrus zu den Menschen: Ihr habt den Urheber des Lebens getötet. Der Urheber des Lebens ist Jesus Christus. Er ist getötet worden. Und den hat Gott aus den Toten auferweckt. Wovon wir Zeugen sind, bestätigt Petrus und Johannes. Diese beiden Männer bestätigen, Jesus Christus ist wirklich am Kreuz gestorben, den Urheber des Lebens, aber dieser Jesus ist auferstanden und lebt. Und dann in Vers 26, da sagt er, Petrus, euch zuerst hat Gott seinen Knecht, als er ihn auferweckt hat, gesandt, euch zu segnen, indem er einen Heden von seinen Bosheiten abwendet. Jesus Christus, der gibt uns dieses Brot und diesen Kelch. Und wir sind gesegnete Leute und wir dürfen teilhaben an diesem Segen. Und ich möchte euch noch einmal bitten, dass wir aufstehen und dann werde ich das Brot brechen und für das Brot danken und an Jürgen für den Wein. Ja, Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen dafür, dass du bereit warst, dein Leben stellvertretend am Kreuz von Golgatha als Opfer dahin zu geben. Du, der du dich das Leben selbst nanntest. Du, der Inbegriff des ewigen Lebens. Du, die Hoffnung, die wirklich lebt. Herr Jesus, und wir sehen dich
sterbend am Kreuz. Wir sehen dich, du Lamm Gottes. Und wir hören dich rufen, Eli, Eli, Lama Sabachthani. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und gleichzeitig hören wir den Trostruf, den du diesem Verbrecher zurufst. Heute wirst du mit mir im Paradies sein. Und über all dem ist es der große Ruf, der die ganze Welt verändert hat. Der im Begriff des Evangeliums, Herr Jesus, deswegen beten wir dich an. Ja, als du gerufen hast, es ist vollbracht, da hast du auch an uns gedacht. Amen. Vater im Himmel, du hast uns Geschöpfe geschaffen. Und du hast uns Geschöpfe geschaffen, in denen du auch unseren Körper mit Adern versehen hast. Und durch diese Adern fließt das Blut. Das Blut brauchen wir überhaupt, um zu leben. Und du hast zur Zeit des Alten Testamentes für dein Volk Israel bestimmte Vorschriften erlassen, dass Blut fließen musste, um Sünden zu vergeben. Und wenn Blut fließen musste, hatte immer das was mit Tod zu tun. Und Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass wir zu dir aufschauen dürfen zum Kreuz auf Golgatha, wo du dein Blut für uns hast fließen lassen, wo du geopfert worden bist, für uns als Versöhnungsblut. Hab Dank, dass wir es im Glauben so annehmen dürfen und heute Morgen uns daran erinnern dürfen, dass du ein für alle Mal für meine Sünden am Kreuz gestorben bist. Ich danke dir. Amen. Ja, wir wollen wieder Platz nehmen. Das Brot, das wir gebrochen haben, das zeugt von der Gemeinschaft. Und ein Wein, aus dem wir, den wir trinken, zeugt davon, dass wir versöhnt sind mit einem heiligen Gott. Und wir werden jetzt das Brot und den Wein durch die Reihen reichen, dass jeder von diesem Tablett was nehmen kann. Still den Herrn Jesus anbeten und dann von dem Brot und von dem Wein für sich nehmen.
Ja, wir wollen gleich noch gemeinsam ein Lied singen. Und ich möchte euch trotzdem noch einmal kurz bitten, dass wir noch einmal aufstehen und das Brotbrechen dann abschließen. Herr Jesus, wir danken dir, dass deine großartige Liebe durch unser Leben fließt, weil wir Vergebung empfangen haben. Danke, dass wir Gesegnete sind und dass wir uns freuen dürfen, dass wir fröhlich uns den Weg gehen dürfen. Und wenn wir das Lied jetzt hören und singen, dann lass uns das begleiten in dieser Woche. Amen. Thank you.
viel mehr Herrlichkeit werd ich eines Tages sehen, wenn ich dann für immer vor dir steh. Jesus hat mich schon bezahlt, als er am Kreuz sein Leben gab. Ja, in diesem Sinne wollen wir uns jetzt sozusagen verabschieden. Ich bin sehr dankbar für diesen Sonntag und ich wünsche uns einfach, dass das eine oder andere wirklich mit uns geht, unser Leben begleitet und bereichert. Und wir werden jetzt noch ein Abschlusslied singen, das wir vor einigen Wochen schon einmal in unserer Gemeinde gehört haben. Es ist ein Segenslied. Diese Zeit sollten wir uns eigentlich noch nehmen. Und ich bitte euch dazu noch einmal aufzustehen. Und wer mitsingen kann, kann gerne mitsingen. Ansonsten hört ihr einfach zu. Der Herr segne uns. Also ich komme dann nicht mehr nochmal nach hier oben. Wenn du weinst und wenn du jubelst.